Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Heute sprechen wir über Literaturquellen, Quellenangaben, ja, Zitate aus Quellen und so weiter. Wie macht man das? Ja? Natürlich kann ich irgendwo hinschreiben, da zum Beispiel ein Buch, das ist vom Wilhelm Hager, Regelungstechnik heißt das, das ist eben wäre zum Beispiel eine Quelle. Ja? Wäre eine Quelle, ein anderes Buch da, Messen, Steuern, Regeln von Kaspers und Küffner. Und natürlich könnte ich jetzt ein Literaturverzeichnis anlegen und sagen, das ist die Nummer 1, das ist die Nummer 2, da Modern Control Systems, das ist die Nummer 3, fällt mir gleich der Stift runter. Ja, kann man machen. Geht aber auch, indem ich das in einer sogenannten Datenbank anlege. Und zwar funktioniert das da oben unter Referenzen. Ja? Da oben kann ich Quellen verwalten, heißt das. Ja? Quellen verwalten, Buchdrucke drauf. Ja? Und wir sehen, ich habe noch nichts. Ich habe noch nichts und da kann ich sagen, neu, eine neue Quelle. Das soll ein Buch sein, kann man sich aussuchen, Buch, Buchabschnitt, Artikel, Webseite, da geht's dahin. Ne? Ich hab ein Buch. Ja? Sprache ist Deutsch. Deutschland, Österreich. Erst der Ruhest. Ja? Der Autor ist Österreicher, deswegen nehme ich mal Deutsch-Österreich. Autor ist der Herr Wilhelm Hager. Ja? Titel wird das heißen, Regelungstechnik, kompetenzorientiert. Das sollte man schon schauen, dass man das halbwegs zusammenbringt. Ja, muss ja wahrscheinlich irgendwo stehen. Da, 2016, erste Auflage. 2016. Erste Auflage, Ort, Wien, und Verleger, wie ist das da, Hölder-Pichler-Demski. So, ich habe alles eingegeben, drücke OK, jetzt ist es da. Jetzt habe ich das in der Masterliste, sogenannten Masterliste und in der aktuellen Liste. Die aktuelle Liste ist eine Liste, die für dieses Dokument gilt. Die Masterliste gilt überall. Ja. Gehen wir ein zweites Buch auch noch hinzu. Nehmen wir gleich das da. Ja. Neu. Jetzt drehe ich nichts. Das ist schon wieder, glaube ich, weil das ja in der Schule bekommen damals. Warum schwäche? Gut. Das war's. Ja, das sind meine zwei Quellen. Das sind meine zwei Quellen. Jetzt sage ich so, schließen. Ja. Jetzt habe ich die da angelegt, ja? Jetzt habe ich die da angelegt. Wie füge ich jetzt ein Zitat ein? Ich mache das jetzt einfach da. Zitate einfügen, ja? Und zwar vom Hager Wilhelm, sage ich da. Hager Wilhelm. Und kann ich mir aussuchen, wie ich das machen will. Da oben, ja, gibt es verschiedenste Arten, gibt es verschiedensten Arten, wie wir so ein Zitat kennzeichnen. Ja, das Upper, ich finde, das schaut nicht so schlecht aus. Ja, und drüber oder drunter schreibe ich halt ein Zitat, schreibe halt kurz was ab, was da drinnen steht. Hätte ich mir da.
zur Rücktransformation in den Zeitbereich ist die Funktion im Laplace-Bereich durch Partialbruchzerlegung in eine Summe von elementaren Funktionen zu zerlegen, die dann getrennt mit Hilfe der Tabelle rücktransformiert werden können. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass ich das alles richtig geschrieben habe. Zerlegen, rücktransformiert werden können. So, das ist also mein Zitat hier. Das ist mein Zitat. Gefällt mir nicht hundertprozentig. Ich werde dann noch hier praktisch eine neue Formatvorlage hinzu, da Zitat, ja, gefällt mir auch nicht, ändern, sagen wir, kursiv, das gefällt mir schon, ich möchte es links, ja, passt, so gefällt es mir besser. Ja, das schaut doch schon aus wie ein ganz cooles Zitat, ja. Vielleicht kann ich das so, Zitat, ja, und dann mache ich noch vielleicht ändern, Absatz, links, null, hängen, 1,52. Das gefällt mir nicht hundertprozentig. Aber da kann ich ja Tab einer machen. Schaut das nicht super aus? Ja, so kann man das machen. Jetzt habe ich hier praktisch das Zitat geschrieben. Ja, habe es mit meiner Nummer vom letzten Video, Zitat 3, ja, habe es mit meiner Nummer vom letzten Video meine Nummer zugewiesen und habe gesagt, okay, das kommt vom Hager. Ja, aus dem Hagerbuch. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur mal da unten ein Literaturverzeichnis hinzufügen. Ja, Abbildungsverzeichnis. Ist vielleicht nicht schlecht. Tabellenverzeichnis. Na, machen wir es nachher. Da fügen wir ein. Klack, klack. Literaturverzeichnis. Literaturverzeichnis. Gut. Und jetzt Literaturverzeichnis haben wir hier, ja. Literaturverzeichnis einfügen. Bug! Schaut schon so aus, wie es ausschaut, ja. Auch hier schaut es immer unterschiedlich aus, je nachdem, welche Variante ich verwende, ja. Und das passt dann aber alles gut zusammen, ja. Also da zum Beispiel war jetzt erst das ISO, ja. Wo ist das gewesen? Erstens, zweitens, dann steht da oben eben nur, wo war jetzt das Zitat? Hier, 1. Und da unten halt 1 Wilhelm Hager. Wem es gefällt, ja. MLA. Die Hauptsache ist wirklich, man macht es halt, ja. Man gibt seine Quellen an. Wenn man das nicht macht, ist eher schlecht, ja. Vor allem in wissenschaftlichen Dokumenten. So schaut das aus. Und da steht 1 minus Auflage, habe ich mich da etwa verschrieben. Hier Quellen verwalten. Schauen wir. Da sehen wir, das Hager hat jetzt auch ein Hackerl. Daraus habe ich zitiert. Ja. Und jetzt nochmal bearbeiten. Erste Auflage habe ich tatsächlich. Also, fuck. Ja. Aber schaut schon besser aus. Man kann das also ändern auch wieder. Gott sei Dank. Gott sei Dank für mich. Ja.
Ja, also das kann man so machen. Ja. Quellen verwalten, kann die Quellen hinzufügen, kann sie Daten hinzufügen, kann die entsprechend formatieren, dann sind die auch eindeutig gekennzeichnet und da unten macht man auch ein Literaturverzeichnis hinein und schon sind wir eigentlich ganz gut unterwegs, muss man sagen. Da oben können wir sich noch aussuchen, wie das ausschauen soll. Ja, das ist jetzt praktisch das Letzte, was ich herzeigen möchte über Word. Ja. Word kann noch viel mehr. Ja. Also da zum Beispiel da bei den Sendungen, da waren wir noch gar nicht. Ja. Serienbriefe, Seriendruck und so weiter, da waren wir gar nicht. Aber ich sage einmal, wir sind in einer technischen Schule und es ist eher unwahrscheinlich, dass wir Serienbriefe erzeugen werden. Ne. Für uns ist wichtig, dass wir eine technisch einwandfreie Dokumentation hinbekommen. Ja. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Mit dem, was ich gezeigt habe, sollte man das an und für sich schaffen. Ja. Auch eine eher in Richtung wissenschaftliche Dokumentation, technisch-wissenschaftliche Dokumentation zu schreiben und nicht hier irgendwelche Briefsendungen in irgendeiner Schreibstube. Ja, das ist nicht unser Ziel. Deswegen verliere ich über das gar keine Worte, weil das werden wir normalerweise nicht brauchen. Gut, das war's also mit Word. Es gäbe noch eine Nachfolge Serienvideos. Da geht es nicht über Word, sondern über ein anderes Produkt, über ein anderes Programm aus der ehemaligen Office Suite. Das heißt Excel, ein Tabellenkalkulationsprogramm. Ja, gibt so ganze Serienvideos drüber. Wie geht man mit Excel um? Was kann man da alles machen? Warum kalkuliert man? Wie funktioniert das einfach? Ja? Muss man sich nicht anschauen? Ja? Ich würde es auf alle Fälle empfehlen. Ja? Es würde mich auch freuen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.